Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Und zwar werden wir heute was mit der Urban Decay Palette schminken. Was sonst, Leute? Hier ist sie. Ich werde sie auspacken, ich werde sie mir hinlegen und wir gucken mal, was sich so ergibt. Ich spüre, dass die Sonne schon mich hier erreicht hat. Eventuell muss ich rutschen. Ich guck mal eben, wo die Sonne herkommt. Ich weiß es nicht genau. Falls nicht, dann nicht. Wir werden es einfach mal abchecken. Hier ist das gute Stück und ich hole euch jetzt erstmal näher. Als erstes werde ich mir wie immer eine Eyeshadow Base auftragen und zwar ist das diesmal wieder die Urban Decay Primer Potion. Ich habe meine Augenbrauen schon gemacht, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, ich war nämlich schon unterwegs, ungeschminkt, nur Augenbrauen und etwas Puder und ja, darum sind die schon gemacht. So, wir verteilen uns das jetzt ordentlich. Und ich weiß noch gar nicht, was ich nehmen möchte. Eigentlich würde ich gerne was Ausgefalleneres nehmen. Ja, die sind halt alle so schön. Das ist wirklich nicht leicht. So, ich habe mich jetzt für Sonic Alchemy und Blacky entschieden. Ich zeige euch die Palette noch einmal. Dann könnt ihr sehen, welche Farben das sind. Falls ihr es nicht sehen konntet, das hier ist Sonic. Das hier ist Alchemy und Lucky ist dieses Gold hier. Und wir werden erstmal anfangen mit Sonic. Und ich werde, obwohl, doch, wir beginnen mit Sonic. Das ist dieses wunderschöne Rot. Und vielleicht hole ich euch noch ein kleines bisschen näher. Und Sonic gebe ich mir jetzt erstmal hier vorne auf mein vorderes Lid auf. Und ihr könnt schon sehen, wie toll die Pigmentierung ist. Ich habe jetzt eine Base verwendet und das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Wer mein Swatch-Video gesehen hat, kann das bestätigen. Und ich gebe das erstmal nur bis ungefähr zur Mitte auf. So. Ich nehme dann Lucky. Lucky ist der tolle Goldton. Ich habe Angst, dass ich verschwommen bin. Vielleicht geht doch ein kleines bisschen, wo es sollte gehen, ne? Und ich nehme Lucky und Lucky gebe ich in die Mitte des Lides auf. Und Lucky liebe ich jetzt schon, ne? Das ist eine Hammerfarbe. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Sonic. Einfach nur, um hier immer die Seiten zu wechseln und das so ein bisschen ineinander fließen zu lassen. Ich fasse es nicht, wie toll diese Lidschatten sind. Einfach nur um es zu probieren, werde ich jetzt von Urban Decay den passenden, nicht passenden, den dazugehörigen Lidschattenpinsel nehmen. Und zwar diese Seite hier. Und ich werde damit in Alchemy gehen. Und werde mir Alchemy in die Lidfalte geben. Also der Pinsel ist zwar sehr weich, aber trotzdem sehr hart. Macht keinen Sinn, ich weiß, aber wenn man damit so reingeht, nimmt er wirklich viel Farbe da weg und die liegt dann so auf dem Lidschatten auf. Ich nehme jetzt mal die andere Seite des Pinsels. Und mit dem komme ich absolut gar nicht zurecht, darum lege ich ihn schnell wieder weg. Und ich nehme den Smoky Eye Brush und gehe nochmal in Alchemy. Einfach um ein bisschen mehr Tiefe noch reinzubekommen, nehme ich noch Bondage. Das ist diese Farbe hier. Und mische das mit Alchemy in der Lidfalte. Also die Pigmentierung, es ist einfach ein Traum, wirklich Leute, das ist der Hammer. Also es ist ja irgendwie ein First Impressions, so werde ich es wahrscheinlich dann demnach auch nennen. Da ein bisschen mehr Alchemy.
Und meine First Impression oder mein First Impression ist der Oberwahnsinn. Was soll ich euch sagen, Leute? Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sagen manche von euch jetzt, das ist nichts, was ich im Alltag tragen würde, aber die Palette will ja eigentlich auch nicht nur im Alltag benutzt werden mit diesen Farben. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde das im Alltag, glaube ich, tragen. Wir nehmen noch ein ganz kleines bisschen Bondage hier rüber. Und ich finde das so schön. So, dann nehme ich mein Smoky Eyebrush und werde in Downfall gehen. Wow. Pigmentierung. Wahnsinn. Und werde versuchen, das ganz weit oben so ein bisschen auszublenden. Also Downfall gefällt mir sehr gut zum Verblenden. Finde ich auch immer schön, sowas in der Palette zu haben, irgendwie was Neutrales, um ja, zu verblenden. Und Downfall passt mir da ganz gut. Es gibt ja noch Undone und Truth. Zeige ich euch einfach nochmal. Und ich glaube, da ist für jeden Hauttyp irgendwie was dabei. Außer ihr seid jetzt wirklich, wirklich dunkel. Dann weiß ich jetzt nicht, was ich euch aus der Palette empfehlen sollte, aber doch, gefällt mir gut. Notfalls kann man immer noch Puder nehmen, ne? So wie ich das eigentlich sonst auch mache. Aber ich dachte jetzt, aus gegebenen Anlass nehmen wir einfach mal alles aus der Palette. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen was unter dem Braunbogen haben und gehe dann mit diesem Pinsel ganz, ganz vorsichtig in Lucky, weil ihr habt gesehen, wie gut die Pigmentierung ist. Wirklich nur minimal. Das war ein bisschen zu minimal. Und da war schon wieder zu viel. Und geht mir Lucky so unter dem Braunbogen. Und soweit haben wir jetzt erstmal die Augen. Ich finde es richtig, richtig schön. Ja. Ich bin verliebt. Ich habe euch jetzt schon mal ein bisschen zurückgeholt und kümmere mich jetzt erstmal um meine Wangen, weil meine Wimpernzange noch nicht vollständig warm ist. Als Blush werde ich heute von P2 aus der Meet Me in Venice, ja, LE, das Blush in der Farbe Fortune nehmen. Ich finde, das passt farblich jetzt einfach perfekt zu meinen Augen. Ja, das werden wir verwenden. Ich finde das so schön, ne? Ja, gefällt mir. Richtig, richtig gut sogar. So, zaubern wir jetzt etwas auf die Wangen. Ich werde jetzt noch einen Sheer Glam Lipstick von P2 verwenden. Und zwar in der Farbe Sex and the City. Das ist dieser Ton. Den trage ich auf. Ich habe meine Wimperntuschen und wir sehen uns sofort wieder. So, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob ihr das mitbekommen habt. Falls nicht, tut es mir unglaublich leid. Entweder ich war zu blöd und habe Aufnehmen mit Stopp verwechselt oder die Speicherzeit war überschritten, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich die Lash Princess Mascara von Essence ausprobiert heute zum ersten Mal. Und ich bin begeistert. Ich hatte zuerst gedacht, ja gut, nicht wasserfest, was kann das schon groß bringen? Ich versuche das ein bisschen jetzt so euch von der Seite noch zu zeigen. Aber ich finde sie wirklich toll. Ja, erster Eindruck, top. Ich werde euch jetzt mal rauszoomen. Und das ist der erste Look mit der Urban Decay Weiß-Try. Mit der Urban Decay Weiß-Try. Mit der Urban Decay Weiß-Try-Palette.
diesem wunderschönen Lippenstift. Den zeige ich euch vielleicht noch näher. Das ist eben Sex and the City von P2. Auf den Wangen, hoffentlich irgendwie ein bisschen sichtbar. Dieses wunderschöne Blush. Und natürlich die Augen. Ganz, ganz große Liebe. Also, es war jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich die Farben irgendwie auf mein Auge aufgebracht habe. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es hätte mich nicht mehr überzeugen können. Vor allem jetzt eben noch mit einer Eyeshadow Base. Ihr habt die Swatches ja gesehen ohne. Und die waren von der Pigmentierung her trotzdem schon top. Aber man musste bei manchen eben noch mal reingehen. Aber jetzt mit der Base ist einmal drauf und ihr habt die Farbe. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch weiter beschreiben soll. Ich zeige sie euch noch mal, weil sie so toll ist. Ja, ich sag euch mal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wie der Look jetzt geworden ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall weiter mit ihr rumprobieren. Das war jetzt, wie gesagt, der erste Look. Und ich finde, es ist sehr herbstlich geworden. Einfach durch diese Rottöne und dem Gold. Es gefällt mir super gut. Und ich kann es kaum erwarten, weiter zu schminken. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich drücke euch. Tschüss.